HCD aber versucht hier natürlich mit mehreren Leuten die Scheibe zurückzugewinnen. Das gelingt und Nygren schließt ab. Und Nygren trifft. Powerplay-Tor HCD. Drittes Tor in dieser Saison von Magnus Nygren. Sein drittes Tor im Powerplay. Und das war Massarbeit. Präziser geht's ja gar nicht. Scheibe wird erobert. Nygren zieht ab und tief an den Pfosten und rein. Gorbi vor Tor und wieder drin. Wieder im Powerplay. Gorbi hat den Pass gespielt und abgelenkt hat Prassel. Raphael Prassel kann sich da behaupten vor dem Bieler Tor. Gorbi findet die Schaufel. Nicht ganz einfach, um da die Kontrolle zu halten, aber ist aus seiner Sicht alles gut gegangen. Der HCD kommt wieder mit Schmutz und das ist Rasmussen als Torschütze. 3-0 HCD. Klasse Pass von Julian Schmutz und der Defensivcenter. Ja, der kann sich da auch hinstellen am weiten Pfosten. Trifft zum vierten Mal in dieser Saison. So ist passiert. Brome. Schöner Doppelpass mit Stopp. Rasmussen legt rüber zu Schmutz und fährt dann einfach weiter. Und kann nicht kontrolliert werden von Noah Schneeberger. Wieder eine Schaufel rund ums Bieler Tor. Und diese Frische ist dann eben zu spüren. Nygren, der im Überzahl- und Unterzahlspiel beim HCD zum Einsatz kommt. Und Tor! Die Scheibe springt auch wirklich jedes Mal richtig für den HCD heute Abend. Nygren kann mit seinen Kollegen das vierte Tor bejubeln. Und es ist Julian Schmutz, eben noch Vorbereiter des 3-0, nun Schütze des 4-0. Der Ablenker. Und dann einhändig aus der Drehung. Rasmussen eingesetzt von Brome. Jetzt Rasmussen zurück zu Tor. Zurück zu Wellinger. Thomas Wellinger, der Torschütze beim HCD. Erster Scorerpunkt für den Verteidiger. Klasse die Vorbereitung von Rasmussen. Simic mit dem Pass in die Schlittschuhe hier des Spielers, der noch stürzt. Rasmussen hat die Übersicht, fährt rückwärts in der Zone drin, wartet bis einer aufrückt und dann genau richtig getimt der Pass und Wellinger zieht ab, trifft gegen seinen Ex-Verein. Prassel, der ist schon völlig frei, bedient Simic. Wow! Kaum hat das Überzahlspiel begonnen, ist es auch schon wieder erfolgreich vollendet. Und er ist einer dieser besten HCD Powerplay-Spieler. Auch das wird deutlich in den Advanced Stats. Nygren kurft und Lassir Prassel. Und was der dann macht, ist sensationell. Der war ja schon in einer Abschlussposition. Schaut aber noch einmal nach oben. Die Bieler kommen alle in seine Richtung. Und dann steht Simic frei, der Rechtsschütze, perfekt bedient. Es steht 6-0. Der Pass ins Niemandsland. Ambühl übernimmt. Ambühl! Das mag er, das kann er. 7-0. Auch noch
ein Shorthander für den HCD. Jetzt ist wirklich alles drin. Missverständnis bei den Bielern. Ambühl nimmt Fahrt auf und dann kommt diese Beschleunigung. Radgeb, ja, er gibt dem Verteidiger das Gefühl, ja, ich mach's nicht, ja, ich mach's nicht. Und dann tut er es eben doch. Sranski und 8-0. Valentin Nussbaumer, auch das ein ehemaliger Spieler des EHC Biel, der heute Abend noch trifft für den HCD. Fünftes Tor für ihn. Also jetzt wird es langsam unheimlich mit dieser Powerplay-Ausbeute der Davoser heute Abend. Vierter Powerplay-Treff. Stransky, hervorragend gemacht. Weiß, dass da noch einer steht.